auf zur perfekten Tabletop-Woche. Am Donnerstag gab es ein bisschen Piraten-Action ins Gesicht, nämlich mit Freebooters Fate. Da habe ich auch gemerkt, wie lange ich schon kein Freebooters Fate mehr gespielt habe. Ich habe natürlich die Schattenfraktion gespielt, die ich mir ja nicht nur als letztes neu aufgebaut hatte, sondern wo auch schon einige Figuren wieder neu rausgekommen sind, die ich auch bemalt habe, aber noch gar nicht gespielt habe. Und die Chance habe ich ergriffen und gleich mal drei Minis gespielt, die ich vorher noch gar nicht im Einsatz hatte. Zufälligerweise habe ich dann gemerkt, dass das Kelpie für dieses Szenario schon ziemlich super ist. Das Kelpie darf zwar nicht mit Gegenständen interagieren, aber man verteilt die Gegenstände ja zum Anfang auf die Miniaturen. Das Kelpie muss weder einen Gegenstand benutzen, um es aufzunehmen, noch um es abzudroppen. Und das ist schon so eine kleine Regellücke, würde ich sagen. Aber auch in die anderen Sachen musste ich mich erstmal reinlesen und gucken, wer überhaupt was kann. Heute ist Donnerstag. Heute wird eine Runde Freebooters gespielt mit Selina. Und wir haben so ein Fässer-Szenario und zeigen euch erstmal, was wir denn überhaupt spielen. Ich spiele endlich mal wieder die Schatten und spiele fast eine komplett neue Liste. Ich spiele die tierische Urgewalt, die habe ich noch nie gespielt. Ich spiele das Kelpie, habe ich noch nie gespielt. Captain Ronberg, den habe ich schon mal gespielt. Dann habe ich Big Torpe, habe ich auch noch nie gespielt. Zwei falsche Affen und die haben die Ehrengarde von der tierischen Urgewalt, weswegen die am Dimensionsriss 1 bekommen und dann habe ich am Ende der Runde immer noch einen Schattenmacht extra. Ich habe einen Schleicher und ich habe den guten alten Nebelwanderer. So, Selina hat Pehua dabei, Tokappe mit einem schweren Mantel, Tikwani, Nenezin, Chikome, eine Matke und zwei Tempelwächterinnen. Wir haben aufgestellt, ich stehe hier so in einer Reihe und Selina steht auch vorne an ihrer Aufstellungszone und ihr seht hier ein paar Leute, die Ringe auf dem Kopf haben. Das sind die drei, die die Fässer haben. Wir müssen die Fässer auf der gegnerische Seite bringen und wenn einer ein Fass verliert, kann der Gegner das zerstören. Und jetzt starten wir in die erste Runde. So, Ende der ersten Runde, Anfang zweite Runde. Ich habe mich so ein bisschen nach links orientiert und das Kelpie hat Captain Ronberg abgeschleppt und die beiden sind jetzt ziemlich weit vorne. Die beiden Tempelrechte von Selina, die Fässer haben, sind hier drüben und ihre sonstigen Figuren sind hier. Das dritte Fass ist auch schon ziemlich weit vorne, weil Tokatl halt auch eine 12er Bewegung hat. Selbst mit dem Fass sind das dann noch immer 11. Ja, und jetzt sind wir schon in Sturmangriff-Reichweite und jetzt wird's spannend. Wir sind in der zweiten Runde und hier hat Selina das erste Fass in Sicherheit gebracht. Gibt extra Punkte. Sie hier ist auf der Flucht. Und ja, ist schon Richtung Kante gelaufen, sitzt da jetzt aber direkt neben Torpe. Wenn die den Muttest jetzt schafft, das wäre schon ärgerlich. Die beiden stehen noch hier ganz hinten, weil die nämlich geschossen haben. Das Blasrohr ging auf Schemen und sie hat hier einen falschen Affen weggescheucht. Hier. Und der hat dann das Fass fallen lassen. Das war sehr ärgerlich für mich. Da habe ich nämlich extra überanstrengt, damit er weit kommt. Hier habe ich eine Tempelwächterin getötet. Die hat vorher das Fass fallen lassen und Nenezin hat bei mir den Schleicher getötet, der wiederum vorher die Tempelwächterin angegriffen hat. Ich habe Captain Ronbert hier hinlaufen lassen, da gab es tatsächlich hier keinen Sturmangriff. Die Tempelwächterin ist nach vorne gelaufen und dann habe ich nochmal die Bewegung vom Kelpie erhöht, um die Tempelwächterin im Rücken anzugreifen, aber die hat es überlebt. Hier, die hat noch ein Leben. Die andere Tempelwächterin, die gestorben ist, wurde durch den Nebelwanderer getötet, hatte auch noch ein Leben. Und die hat auch noch ein Leben. Also, ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich, dass die ganze Zeit ein Leben haben. Bei mir sind jetzt schon drei Gefolge hinüber. Aber vielleicht kann ich ja nochmal was zurückholen. Und meine Fässer sind eigentlich auch schon in einer recht komfortablen Position, muss man sagen. Wir sind Anfang Runde 4. Es ist wirklich spannend. Sie ist immer noch auf der Flucht. Und die Tempelwächterin, die hier noch stand mit dem Fass, der hat das Kelpie nochmal angegriffen. Von den zwei Leben ist immer noch eins über, aber sie ist ebenfalls auf der Flucht.
dieses Fass und dieses Fass von Celina steht hier. Hier habe ich Schemen verbunden, einen falschen Affen zurückgeholt, der sich theoretisch gleich das Fass holen könnte. Das Kelpie ist dahin gelaufen, um die Ecke, und Captain Ronberg wurde hart beschossen, er hat nur noch ein Leben, aber konnte jetzt sein Fass sichern. Hier in der Mitte, Torpe hat sich überanstrengt mit der Schatzkarte und hat jetzt nur noch eine Aktion und hat zweimal auf sie geschossen, aber nicht viel gerissen. Mein Nebelwanderer wurde getötet von Nenezin und die tierische Urgewalt hat einen Sturmangriff auf Nenezin gemacht, aber nur 2 Schaden gemacht, was Celina sehr recht war, weil die jetzt heißblütig ist. Und hier drüben, die stand ja hier an dem Fass, hat das Fass in Sicherheit gebracht und ist in die Mitte gerannt. Die beiden haben geschossen, einen Schemen zerstört und versucht, Captain Ronberg zu töten. So sieht's jetzt aus. Ich habe in dieser Runde einen weiteren falschen Affen wiedergeholt. Captain Ronberg hat ja sein Fass in der letzten Runde schon abgeliefert und ist nach vorne gelaufen. Das Kelpie hat sein Fass abgedroppt. Und den falschen Affen, den ich in der letzten Runde wiedergeholt habe, der hat das Fass aufgenommen, hat es aber nicht in die Zone geschafft. Der steht da also noch mit dem Fass. Celinas Tempelwächterin hier ist weggerannt und die Chikumi hier ist ebenfalls weggelaufen. Aber hier in der Mitte hat Nenezin die tierische Urgewalt rausgenommen. Alle meine Schemen sind alle. Ja, Big Torpe hat mal wieder nichts gerissen. Also eigentlich hat er einen ziemlich krassen Schuss, aber Celina hatte das Ass im Ärmel und hat hier mit 14 verteidigt, hat deswegen hier nur 2 Schaden bekommen, obwohl ich in den Rücken geschossen habe. Gut, es geht in die 5. Runde. Mit meinen Fässern sieht es ganz gut aus. Und figurenmäßig ist auch ausgeglichen. Wir sind 4-4 und jeder hat noch ein Gefolge. So, das Blatt hat sich für die Schatten gewendet. Auch wenn die tierische Urgewalt und das Kelpie tot sind. Hier drüben hat der falsche Affe, der hier stand, hat Matke getötet und ist mit wegen überanstrengt in den Rücken von Pihua gegangen. Hier drüben hat Big Torpe tatsächlich die Fassträgerin getötet. Und in der Mitte ist das Kelpie, hat einen Sturmangriff mit dem Bajonett in Nenezins Rücken gemacht. Dann ist Nenezin gestorben, aber das Kelpie wurde dann von Pehua erschossen. Captain Ronberg hat noch versucht, einen Sturmangriff auf das Fass zu machen, hat es aber nicht geschafft. Und jetzt gehen wir in Runde 6, aber jetzt sieht es für die Amazon natürlich nicht so gut aus. Celina hat auch in der Runde echt schlecht gezogen, muss man sagen. Okay, Celina hätte natürlich noch die Chance, den Affen jetzt umzuhauen, aber wir haben uns dazu entschieden, das abzubrechen, weil sie auch nicht mehr an die Fässer rankommen. Aktuell ist der Stand ungefähr 855 zu 395. Also die letzte Runde war ja nochmal entscheidend. Da hat Celina einfach nicht gut gezogen, hat hier zum Beispiel eine 1 gezogen, während ich irgendwie eine 7 gezogen habe oder sowas. Da konnte sie leider nicht gegen an. Dass sie das Kelpie erschossen hat, war halt nochmal hart, aber das hat am Ende leider nicht gereicht. Ja, als Celina 3 von meinen Gefolgen hauptsächlich weggeschossen hat, da ging mir schon so ein bisschen die Düse, aber ich hatte natürlich 2 von den 3 Fässern eigentlich schon ziemlich safe in Sicherheit. Also mit Captain Ronberg, nachdem er das überlebt hatte, die Beschussattacken von Pehua. Und das Kelpie war ja eh so hinten in Sicherheit. Das war natürlich schon ein sehr großer Vorteil, obwohl Celina natürlich extra Punkte bekommen hat für das erste Fass, was sie in Sicherheit hatte. Also safe war es noch nicht, weil es ja auch Punkte für die gestorbenen Einheiten gibt. Und dann habe ich ja auch schon Einheiten wiederbelebt, was Celina auch direkt immer 35 Dublonskis gibt. Naja, und deswegen war das noch nicht so safe. Dann gab es natürlich die eine Runde, wo 2 ihrer Gefolge weggerannt sind, ich Nenezin getötet habe. Also da ging es dann halt richtig, richtig bergab bei den Amazonen. Und deswegen brauchten wir die letzte Runde ja auch nicht mehr ausspielen, weil sie keine Chance mehr hatte, an ihre Fässer ranzukommen. Ich hatte sogar schon einen Sturmangriff auf das eine gemacht und versucht, das zu zerstören, um nochmal extra Punkte zu sammeln. Also das war nicht mehr rauszuholen. Ich hätte ja sogar durchaus eine Chance gehabt, ihre restlichen Miniaturen, vor allem Pehua, die Anführerin, dann zu vernichten.
Und da haben wir uns gesagt, gut, das macht keinen Sinn mehr, können wir uns die letzte Runde auch klemmen, weil es auch schon spät war. Aber eine schöne Runde Freebooters Fate. Das Kelpie hat mir natürlich einen heftigen Vorteil gegeben, wobei Selina natürlich auf der anderen Kartenseite auch direkt ein Fass in Sicherheit gebracht hat. Aber mein Plan war direkt so ein bisschen, mich auf die linke Seite, auf der linken Seite zu orientieren und zu versuchen, erstmal das Gefolge, was da stand, von Selina in Bedrängnis zu bringen. Im Endeffekt konnte sie dann von der rechten Seite die ganze Zeit auf mich schießen. Hätte ich vielleicht andersrum machen können, aber dann hätte sie natürlich for free die beiden Fässer durchgebracht. Das war so ein bisschen ja, meine taktische Entscheidung. Auch wenn Pehua ziemlich viel Schaden gemacht hat und auch immer die Schatten, die Schemen rausgenommen hat, was sehr ärgerlich war, konnte ich das, glaube ich, noch, ja, das Kelpie ist zwar gestorben und Captain Ronberg hat heftig Schaden genommen, aber konnte ich es, glaube ich, noch ganz gut verteidigen, sag ich mal. Big Torpel ist natürlich eine richtige Kanone gewesen, aber der hat seine Punkte nicht so ganz rausgeholt. Also der hätte schussmäßig durchaus ein bisschen mehr reißen können. Er hat nicht so ganz abgeliefert, obwohl der mega stark ist. Auch das Kelpie, mega, mega stark. Ich meine, das kostet auch 90 Punkte, sehr, sehr teuer. Ich glaube, Torpel kostete auch 85. Fürs Kelpie und Torpel kann ich mal kann ich Videos einblenden, die ich schon darüber gemacht habe. Könnt ihr euch über die Figuren nochmal genauer informieren. Auch über die tierische Urgewalt habe ich schon mal was gemacht. Da könnt ihr nochmal reinschauen, was die eigentlich genauso können. Die sind halt schon sehr stark, aber für ihre Punkte muss man das halt auch erwarten. Gut, also habe ich auch das Freebooter-Spiel am Donnerstag gewonnen. Auf zum Freitagsspiel, da gab es Marvel Crisis und ich spiele in letzter Zeit die Asgardians. Bei mir gab es so eine Entwicklung von zum Anfang Black Order, dann Guardians of the Galaxy und jetzt gibt es die Asgardians und ich weiß auch schon, dass als nächstes die Convocation auf mich wartet. Auf jeden Fall spiele ich im Moment Asgardians und da habe ich die vergleichsweise neue Box mit Heimdall und Scorch habe ich fertig und deswegen habe ich die natürlich auch gespielt, um die beiden zu testen fürs Turnier, was in Kürze stattfindet. Das kann ich hier nochmal zeigen auf T3. Wenn ihr in Zukunft Bock habt auf ein Marvel Crisis Turnier, dann solltet ihr auf jeden Fall mal in Bremerhaven vorbeischauen, weil zumindest auf T3 gibt es fast gar keine Turniere. Und da mir das Spiel richtig Spaß macht und ich voll dabei bin, gibt es natürlich auch Turniere in Bremerhaven. Naja, auf jeden Fall hat Basti sich mit mir getroffen zum Spielen und wir haben an dem Tag zwei Spiele gemacht. Ich habe beim ersten nämlich vergessen aufzunehmen. Also zumindest in der ersten Runde ist es mir klar geworden. Dann habe ich gesagt, ja okay, gut, dann spielen wir zwei Spiele. Und in dem ersten Spiel hat er die Convocation gespielt, die nämlich bei mir als nächstes kommt, mit Daredevil zusammen. Das war eine sehr interessante Kombo und auch eine ziemlich fiese, wie ich fand, aber das hat gegen meine Asgardians jetzt nicht gezogen. Da habe ich direkt zum Anfang auch so heftig ausgeteilt, dass es da für Basti dann bergab ging und in der zweiten, dritten Runde war das schon so eine Halbentscheidung. Aber ärgerlich, dass ich das nicht aufgezeichnet habe, da habe ich Basti ganz gut verprügelt. Und dann haben wir noch ein zweites Spiel angefangen, wo er dann auf die Brotherhood gewechselt hat. Das ist eine Affiliation, mit der Basti schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Die Convocation, das hat er mal so ausprobiert. Und er wollte sich natürlich auch ein bisschen auf das Turnier noch vorbereiten. Falls ihr auch Marvel Crisis spielt oder es gerne spielen wollt, guckt gerne im SideQuest Store vorbei. Da gibt es den ganzen nice Loot. Und ich packe euch hier nochmal eine Videoreihe rein. Da habe ich nämlich für Marvel Crisis schon mal ein paar Videos gemacht, nämlich wo ich die Starterbox ausgepackt habe und so ein paar Grundregeln und Basics erklärt. Wenn ihr euch das vorher reinzieht, dann habt ihr auch wieder eine bessere Chance, Marvel Crisis ein bisschen, also und das Spiel, was ich mit Basti gespielt habe, ein bisschen einfacher zu verfolgen. Heute ist Freitag, heute gibt es Marvel Crisis Protokoll ins Gesicht und ich spiele mit Basti zusammen. Und wir zeigen euch mal, was wir am Start haben. Basti dreht richtig auf. Juggernaut, Magneto, Scarlet Witch und natürlich Toad. Der darf nicht fehlen bei der Brotherhood. Also richtig, richtig starke und harte Charaktere, die Asgardians dagegen sich haben. Ich spiele natürlich die Asgardians, die ich auch im Turnier, was bald kommt, spielen werde. Und da ist natürlich Thor dabei. Ich habe Angela, ich habe Valkyrie, ich
probiere Heimdall aus, der relativ frisch ist. Und Rocket habe ich dabei. Das passt mit den Punkten ganz gut. Und bei den Asgardians ist ja schwierig mit Zweiercharakteren. Und da habe ich auch so ein bisschen Range hin, finde ich eigentlich ganz gut. So, so haben wir aufgestellt. Hier links habe ich Heimdall und Thor. In der Mitte steht der Rocket. Und auf dieser Seite sind Valkyrie und Angela. Und Basti hat von mir aus gesehen auf der rechten Seite Juggernaut. Magneto steht in der Mitte. Und Scarlet Witch teilt sich die linke Seite von mir aus gesehen mit Toad. Wir haben die Celestial Hammers. Wenn man die bekommt, einsammelt, interagiert, dann bekommt man einen Würfel im Attack Mode mehr. Das ist natürlich stark, vor allem für die starken Charaktere, die wir haben. Dann haben wir noch die Traps. Die sind durch diese Marker dargestellt und die kann man einnehmen mit seinem Energy Defense. Und wenn der Gegner dran steht in der Cleanup Phase, dann kann man ihm Schaden machen. So, da sind wir am Ende der ersten Runde. Tatsächlich ist fast nichts passiert. Thor hat Toad einen Hammer ins Gesicht geworfen und einen Schaden gemacht und Schock draufgehauen. Ansonsten, Angela hat sich einen Hammer gesichert und den Marker. Und Heimdall hat diesen Marker gesichert und Rocket hat den anderen Hammer genommen. Und auf der anderen Seite hat Toad einen Hammer. Magneto hat einen Hammer und dieser Marker und der Marker sind von der Brotherhood gesichert. Also steht's 4-4 am Anfang der zweiten Runde. Und ich schätze mal, jetzt gibt's ein bisschen was ins Gesicht. So, die zweite Runde ist absolviert. Hier ist was richtig Krasses passiert. Also ich habe mit Valkyrie und Angela, die hatten auch echt ganz gute Energie, alles auf Juggernaut draufgehauen und gegeben und gegeben und gegeben. Allerdings habe ich die 8 Leben nicht runterbekommen. Der kann ja immer mit einem Energie noch ausgeben, um einen Schaden zu reduzieren. Dann war der am Ende bei 6 Schaden, hatte noch 2 Leben. Und dann hat Basti Magneto dahin teleportiert, hat mit Patch-Up einfach 5 geheilt und mein ganzes Draufhauen hat nichts gebracht. Und dann hat er mit Magneto halt Valkyrie und Angela, die hier standen, gedazed. Die waren halt auch schon ein bisschen angeschlagen. Er hatte eine sehr krasse Attacke mit 7-8 Würfeln. Das hat richtig reingehauen. Und hier drüben habe ich dann mit allem, was ich hier hatte, also respektive mit Rocket und mit Thor, habe ich die Scarlet Witch gedazed. Heimdall ist hier rüber gelaufen und dann habe ich die Rainbow Bridge gespielt. Dann hat er sich hierhin teleportiert, konnte Toad angreifen, hat aber keinen Schaden gemacht. Und dann habe ich Valkyrie und Angela hier von den beiden weggebracht, weil Basti hat die erste Aktivierung und das wäre richtig hartes Fratzengeballer. Wenn die da jetzt vorstehen, hätte ich mit Sicherheit eine von den beiden verloren. Und nun geht es in die dritte Runde. So, wir haben die dritte Runde absolviert und eigentlich war es so eine Halbkatastrophe für mich, denn Scarlet Witch hat Thor rausgehauen. Ich habe noch mein Odins Blessing, womit ich ja den ganzen Schaden auf 1 reduzieren kann. Scarlet Witch hat 11 Schaden gemacht oder so, das konnte ich auf 1 reduzieren und hat ihn dann trotzdem noch weggehauen, seine 6 Leben. Das war einfach richtige Katastrophe, dadurch war er nicht dran. Heimdall konnte sie nicht töten. Juggernaut hat tatsächlich Angela nicht ganz rausgenommen, die hatte noch ein Leben. Und dann bin ich mit Angela hier rüber, habe den Doom Prophecy gemacht, hatte 10 Würfel und habe auf Magneto nur einen Schaden gemacht. Das war auch richtig Katastrophe. Dann hat Magneto natürlich Angela getötet. Dann bin ich mit Valkyrie ran, die hat auch richtig rausgedrückt, Dragon Fang, Dings, Mings, alles. Dann hat die nicht tot gekriegt. Und dann musste ich noch mit Rocket den Vortex drauf machen, damit er dann stirbt, weil er hatte 2 Hämmer. Sonst wäre Basti schon auf 15. Ich bin jetzt auf 9 Punkte, so konnte er nur auf 13 Punkte. Aber trotzdem ist das für mich nicht zu halten. Alle Charaktere von ihm sind noch da. Von mir ist Angela schon weg. Und er braucht keinen Punkt einnehmen, weil er nämlich im Moment 1, 2, 3 Punkte hat, plus den Hammer, den Toad hat, sind 4 Punkte. Damit ist er auf jeden Fall schon über 16 Punkte und das wird halt fast unmöglich, das irgendwie aufzuhalten. Und er fängt auch noch an. So, die letzte Runde war natürlich auch eine Katastrophe. Valkyrie ist hier direkt in der ersten Aktivierung gegen Magneto gestorben. Dann habe ich Heimdall aktiviert, um
die Scarlet Witch zu töten, die ja nur noch ein Leben hat. Das hat er auch gerade so geschafft, aber dann hat er den Wurf für den Marker verkackt und ich hätte ihn sonst noch Tor nach vorne moven lassen. Dann wäre er vielleicht noch drin gewesen, aber das konnte ich dann alles nicht. Rocket ist direkt natürlich gegen Juggernaut gestorben. Ja, und dann war es praktisch auch vorbei. Also so viele Punkte, wie Basti diese Runde geholt hat, das konnte ich nicht mehr aufholen. Das ist halt ärgerlich, weil Kyre, dass die sofort gestorben ist. Ich habe es ein bisschen verwürfelt, finde ich. Da waren so ein paar Attacken, die waren gut und haben einfach nicht funktioniert. Naja, das war das Freitagsspiel. Ja, das zweite Spiel gegen die Brotherhood ging richtig mies aus. Gerade in der zweiten Runde, wo dann Angela und Valkyrie, die ja zwei meiner stärksten Charaktere sind, direkt gedazed wurden, die halt ihr Potenzial auch nicht ausfüllen konnten gegen Juggernaut, weil ich einfach zu schlecht gewürfelt habe und dann auch in der Verteidigung einfach zu schlecht gewürfelt. Also es war wirklich eine katastrophale Runde im Großen und Ganzen. Das konnte ich dann halt auch nicht mehr aufholen, nachdem auch die Hämmer weg waren und die Marker, die die beiden gehalten haben. Also in meinen Augen ein fies verwürfeltes Spiel. Vor allem diese eine Runde, in der Basti direkt Magneto zu Juggernaut teleportiert hat, den geheilt hat und meine beiden Charaktere da umgehauen hat. Da war nicht mehr viel zu retten. Das war schon echt bitter. Und mit Heimdall und Thor hat die Bewegungsreichweite einfach nicht mehr gereicht, um da was zu reißen. Scarlet Witch konnte ich nicht umhauen, hat halt auch nochmal selber richtig gerult gegen Thor. Also da ist schon eine Menge schiefgelaufen, muss man einfach sagen. Nichtsdestotrotz, Marvel Crisis, geiles Spiel. Schaut gerne im SideQuest Store vorbei und holt euch die eine oder andere Box. Da gibt es ja auch ständig Neuheiten und da gibt es auch coole Starterboxen, wo jetzt vier Charaktere drin sind, die dann ein ganzes Stück günstiger sind. Am Samstag habe ich Summoners gespielt gegen Lars. Summoners ist auch nicht so ein unbekanntes Tabletop, aber das ist auch so ein Senkrechtstarter, den es noch nicht ganz so lange gibt. Da geht es um Magier, Elementar, Rufer und das hat mit vier Fraktionen angefangen. Mittlerweile gibt es sechs. Also die vier Fraktionen waren natürlich Feuer, Wasser, Wind und Erde und mittlerweile gibt es noch Leben und Verderbnis dazu. Ich habe Summoners erst einmal gespielt und es war richtig lange schon her, also mehrere Monate. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es einfach ein super geiles Tabletop ist. Vor allem diese Mechanik, dass man ganz zum Anfang des Spiels keine Liste baut, sondern stellt seinen Magier hin. Bam, los geht's. Sucht vielleicht noch ein Szenario aus. Aber das hat mir schon sehr gefallen und deswegen hole ich Summoners auch für den SideQuest Store. Wenn ihr Bock habt auf Summoners, könnt ihr also gucken, ob wir es schon haben. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade das Video drehe, habe ich sogar schon eine Bestellung gemacht. Könnte also gut sein, dass wir es schon im Shop haben. Wenn nicht, schreibt uns gerne an. Summoners ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Ich verlinke euch hier nochmal ein Video von TWS. Denn Summoners ist auch ein Lieblings-Tabletop-Spiel von dem Michael und er hat schon ein paar Videos davon gemacht. Das Video solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen, damit ihr das Spiel, was ich gleich gegen Lars habe, ein bisschen besser nachvollziehen könnt und einen Eindruck von Summoners bekommt. Wenn ihr Summoners geil findet, könnt ihr nicht nur im SideQuest Store vorbeischauen, sondern schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ich vielleicht nochmal was dazu machen soll. Würde ich gerne nochmal einen Battle Report machen oder vielleicht auch nochmal so ein Erklärvideo, was es für Fraktionen gibt, wie man sich eine Liste zusammenbaut, jetzt nicht, aber was es so für beschworene Elemente gibt, was die so können, was es für Fähigkeiten gibt und wie das Spiel so abläuft. Heute ist Samstag und heute wird Summoners gespielt mit Lars und die Armeevorstellung wird sehr, sehr kurz ausfallen, weil es nämlich gar keine richtige Armee gibt. Ich spiele die Feuerfraktion und hier ist es ja so, dass man nur den Beschwörer zum Anfang auf dem Feld hat und Lars spielt Erde. Und wir spielen ein mittleres Spiel, Adept heißt das, und wir spielen das Szenario, Kontrolle ist alles. Da haben wir hier zwei Relikte, die Siegpunkte geben und die Marker in der Mitte geben Siegpunkte. Und es wird sechs Runden gespielt und dann schauen wir, wer mehr Siegpunkte hat. Runde 1 ist beendet. Wir haben jeder zwei Kreaturen beschworen. Ich habe das hier mit einer Kreatur an das Relikt rangeschafft, weil ich meinen Beschwörer zum Anfang verschieben konnte. Und Lars hat auch zwei Kreaturen beschworen und ist hier tatsächlich noch kurz davor. Was bedeutet, dass ich einen Siegpunkt bekomme? Ich auch, 1 Zoll Entfernung. Ach so, 1 Zoll Entfernung. Wir kriegen jeder einen Siegpunkt, weil 1 Zoll Entfernung. So, Ende zweite Runde. Lars hat hier
ein Monster geöffnet und hat ein Adlerkonstrukt geholt. Der hat es aber nicht ganz daran geschafft, dass die Kreatur, die hier vorher war, hat seinen Kontrollwurf verkackt, konnte sich nur einmal bewegen und deswegen fehlte ihm hier ein bisschen. Hier hat er ein Idol beschwört, was ihm natürlich ein Mana mehr gibt, wenn das in der Nähe einer Mana-Quelle ist. Und in der Mitte hatte er einen Steinpanther dran und ich habe mit meiner Feuerbotin da drauf geschossen, habe gegen den Reflex gewonnen und habe dann eine 14 gewürfelt und war der sofort weg. Das war schon richtig stark. Hier drüben habe ich auch meinen Kontrollwurf nicht geschafft, deswegen bin ich da nicht rangekommen. Und dann habe ich den Aschereiter geopfert und habe direkt noch einen Lavarochen beschworen, damit ich an dem Marker dran bin. Und dann geht's in Runde 3. Die dritte Runde ist beendet und jetzt ist hier schon einiges auf dem Feld. Lars hat nochmal zwei von den Panthern beschworen. Der eine ist hier rangegangen, konnte das aber nicht mehr einnehmen. Der andere ist ans Relikt gegangen, was ihm einen Siegpunkt bringt. Hier hat er den Punkt eingenommen, ist rangegangen, hat das eingenommen. Meine Feuerhyäne ist ein bisschen hier rüber gelaufen und falls sie nicht gleich einfach einen Speer in den Kopf bekommt, dann würdet ihr es vielleicht einnehmen können. Ich habe hier noch eine Feuerhyäne hingestellt, das sind halt die günstigsten, die ich beschwören kann, damit ich den Siegpunkt bekomme. Mein Feuerrochen hat das hier eingenommen und ist darüber. Und hier in der Mitte habe ich noch eine Feuerbotin beschworen, das sind beides Feuerboten. Und die zweite Feuerbotin ist rangegangen, hat das eingenommen. Und jetzt steht es halt schon siegpunktemäßig 5-3. Das gibt mir schon einen ordentlichen Vorteil, vor allem weil wir ja nur 6 Runden spielen und schon in der vierten sind jetzt. Ende Runde 4, Anfang Runde 5. Der Geier hier hat auf meine Feuerbotinnen die beiden hier geschossen und die sind einfach ausgewichen, haben sich in Sicherheit gebracht, sodass die außerhalb der Reichweite sind. Einen habe ich dann später geopfert, um dieses krasse Feuerelement zu beschwören. Und der andere hat auf den Panther geschossen, der einen Sturmangriff auf den anderen gemacht hat. Da ist beides nicht so richtig was bei rumgekommen. Und hier hinten hat der Feuerrochen das Idol angegriffen, hat es aber leider nicht getötet und dann hat Lars es geopfert, um hier so einen krassen Panther zu beschwören. Nachdem ich den hier beschworen habe, habe ich den an den Feuermagier rangeschoben, um ihn richtig unter Druck zu setzen und der Feuermagier hat sich rausbewegt, hat das hier beschworen und jetzt sieht es da plötzlich ganz anders aus. Meine eine Feuerhyäne hat hier noch diesen Marker eingenommen, was mir nochmal einen Mana mehr gibt. Und da ich noch die beiden Punkte in der Mitte halte, bin ich aktuell bei 8 Punkten und Lars hat 5. Und dann starten wir in die vorletzte Runde. So, Ende der 5. Runde, Anfang 6. Runde. Es ist richtig viel abgegangen. Wir haben beide fast unser ganzes Mana aufgebraucht. Also ich hatte keins mehr zum Schluss und Lars hatte noch 2. Ich bin mit dem Feuerrochen hier an sein Magier rangegangen, habe aber fast keinen Schaden gemacht. Ich glaube 2 Schaden oder so. Und deswegen, das hat Lars viel Mana gekostet. Und er hat noch den Jaguar hier beschworen. Nee, gar nicht. Er hat das Konstrukt hier beschworen. Der Jaguar war ja schon da. Und der Jaguar hat dem Feuerelementar auch richtig viel Schaden gemacht. Er hat nur noch 4 Leben. Und ich habe mit meinem Magier das Feuerelementar richtig stark geboostet. Der hat nochmal 3 Aktionspunkte dazu bekommen und nochmal plus Feuer 2, aber hat das nicht geschafft, die beiden rauszunehmen. Das, was hier neben liegt, sind die Feuermarker. Das heißt, der hat 2 Feuermarker, der hat 1 und das hat auch nicht genügend Schaden gemacht, um die rauszunehmen. Also da war es ein bisschen unglücklich. Der Vogel hier hat einen von meinen Feuerbotinnen rausgenommen. Und ich habe den Jaguar hier in der Mitte habe ich rausgenommen, aber keiner von uns konnte den Marker in der Mitte einnehmen. Ich habe mit der Hyäne, die hier stand, noch einen Sturmangriff gemacht, das hat auch nichts bewirkt. Also unterm Strich habe ich in der Runde echt schlecht gewürfelt, aber siegpunktemäßig steht es 10-7 für mich, weil ich halt das ganze Spiel über lange Zeit die 3 hatte und jetzt haben wir jeder 2 bekommen, da konnte Lars nichts aufholen. Also in der letzten Runde wird es jetzt ziemlich schwierig für Lars da noch was zu machen, auch wenn die letzte Runde jetzt gar nicht so gut für mich gelaufen ist. So, die 6. Runde ist zu Ende. Lars hat mit allen 3 hier dann auf das Feuerelementar draufgehauen, hat aber nicht geklappt. Ich habe 2-mal pariert und er hat keinen Schaden gemacht. Und dann habe ich am Ende, weil ich kein AP mehr hatte, mit dem Magier auf das Feuerelementar nochmal 2 AP drauf gemacht und habe alles auf den Magier draufgehauen und hatte nur noch 2 Leben, 3 Leben und hat dann ja 2 Feuermarker bekommen. Er hat auch keinen weggewürfelt, weil er das hier gewürfelt hat
Und dann habe ich hier mit den Feuermarkern gewürfelt, habe allerdings das hier gewürfelt. Also hat sein Marker überlebt. Und jetzt am Ende, da er 2 AP dazu bekommen hat, habe ich gerade eben noch eine 6 und eine 1 gewürfelt. Und damit wäre der Feuerelementar noch weg. Auch wenn siegpunktemäßig das jetzt ein 9 zu 13 war, war es hier am Ende nochmal richtig spannend mit dem Feuerelementar und dem Magier. Ja, Samenos, ich bin auf jeden Fall richtig geflasht. Ich habe mir auch schon meine Fraktion ausgesucht und mir schon eine Starterbox und ein paar extra Figuren bestellt. Ich glaube, die Bemalung geht relativ zügig, weil die natürlich alle mehr oder minder ein ähnliches Schema haben. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Samenos und da wird euch noch mehr erwarten. Wie gesagt, schaut gerne im Sidequest-Store vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Auf jeden Fall die ganzen Starterboxen, die werden da als erstes erscheinen. Und wenn ihr noch mehr haben wollt, schreibt uns einfach an. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr zu Summoners mache, einfach mal in die Kommentare was reinschleudern. Zum Spiel. Also, es hat sich ja schon relativ früh herauskristallisiert, dass ich ein paar mehr Punkte hatte als Lars. Das hat sich durch das ganze Spiel so durchgezogen. Und das konnte er halt nicht mehr ausgleichen. Vor allem nicht später, als ich dann mit meinem Feuerelementar und dann danach noch mit dem Feuerrochen am Magier dran war. Da hatte er ganz andere Probleme zu bewältigen. Gerade weil der Magier hat halt 3 Aktionen. Und er musste immer schon eine Aktion aufwenden, um gegen das Monster zu kämpfen oder einen Gegenschlag zu machen oder sich aus dem Nahkampf herauszuziehen. Das war halt schon immer, wenn bei dem Magier von den 3 AP, von den 3 Aktionspunkten einer fehlt, geht das natürlich auf die Beschwörung, die er machen kann oder auf eine Bewegung, die er machen kann oder einen starken Angriff, die er machen kann. Das ist ziemlich bitter. Also da hat mir das auf jeden Fall die Hände gespielt. Auch gleich in der 2. Runde war es, glaube ich, wo der Adler auf der rechten Seite nicht an den Marker rangekommen ist. Hat ihm da auch praktisch ein Siegpunkt gefehlt. Das hätte natürlich auch nochmal den Abstand ein bisschen verkürzt und vielleicht nochmal andere Optionen gegeben, dass er gesagt hätte, so scheiß auf den Magier, ich gehe jetzt in der Mitte, ich muss auf Angriff gehen, damit ich ein, zwei Siegpunkte mehr bekomme. Summoners, sehr gutes Spiel, gefällt mir. Am Sonntag wird X-Wing gespielt. Ich habe mit Maxi mal wieder eine Runde X-Wing gespielt. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Da war ich auch nicht so gut vorbereitet, habe eine Liste gespielt, die ich schon letztes Mal gespielt habe. Da gab es ja vor einiger Zeit die 2.0-Version, die auch von diversen Spielern nicht so gern gesehen wurden, um nicht zu sagen gehatet. Viele Spieler sind da auf 2.0 einfach stehen geblieben und sind nicht mitgegangen. Ich habe das mit Maxi schon mal getestet und fand es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ja, das Spiel verändert sich, zweifelsohne. Es wird zu einem anderen Spiel, es ist nicht mehr sinnvoll, so viele generische Schiffe zu fliegen. Und es gibt auch Szenarien und die Punktewertung ist anders. Da hat sich einiges verändert. Also es ist in meinen Augen immer noch ein gutes Spiel, aber es ist ein anderes X-Wing, als es vorher war. Auf jeden Fall. Also da ist nicht nur ein bisschen Balancing passiert, sondern das Spiel wurde definitiv eingreifend verändert. Wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm, im Gegenteil, ich habe Bock da ein bisschen rumzuprobieren. Als ich mit Maxi gespielt habe, haben wir noch auf Szenarien verzichtet, weil wir das auch schon wieder sehr lange nicht mehr gespielt haben und uns nicht gleich übernehmen wollten, erstmal die ganzen anderen Regeln so ein bisschen reinkriegen und deswegen wurde einfach wie früher geballert. Ich habe wie immer die Republik gespielt und wie üblich habe ich die Jedis gespielt. Maxi, der fiese Hund, der hat sich das schon gedacht, dass ich wieder Jedi spiele und hat sich mit seiner Liste drauf vorbereitet und hat eine Jedi-Jägerliste gebaut. Mal schauen, ob das reicht, um die Jedi zu zerstören, denn immerhin ist die Macht mit mir. Heute ist Sonntag und heute wird X-Wing gespielt. Ich spiele heute mit Maxi. Wuhu! Und dann zeigen wir mal, was wir so fliegen. Ich spiele Mace Windu im Delta mit kalibriertem Zielsystem, vorausschauender Schuss und Gespür. Und dann habe ich Luminara und Dulu, Sese Tin und Ahsoka ebenfalls alle im Delta. Und die haben alle kalibriertes Laser-Zielsystem, R5 und brillantes Ausweichmanöver. Und dann habe ich noch Odd Ball dabei. Der hat eine Finte, Alpha 3E-esque und auch den R5 Astromech, damit ich ordentlich reparieren kann. Ja, ich spiele 2 Fangjäger. Der erste ist Fen Rao mit Furchtlos, schwer zu treffen, Tarnvorrichtung und Homing-Torpedos.
Der zweite Fangjäger ist Cthulhus mit schwer zu treffen und auch nochmal in der Tarnvorrichtung. Dann habe ich noch zwei Kirax-Jäger dabei. In dem einen ist Graz drin, oder Grace, mit schwer zu treffen, Erschütterungsraketen und ausfallsichere Munition. Und im zweiten habe ich Victor Hell mit schwer zu treffen und auch nochmal in der Tarnvorrichtung. So, wir haben aufgestellt. Hier stehen meine Schiffe und Maxi hat sich in einer speziellen Formation in der Ecke aufgestellt. Ich bin gespannt, was da gleich bei rauskommt. Und dann drehen wir mal die Manöverräder. So, die erste Bewegungsphase ist durch, ist natürlich nicht aufregend. Hier Ahsoka, die ist ein bisschen weiter in der Mitte als die anderen. Ansonsten habe ich mich so ein bisschen nach rechts orientiert. Und Maxi hat eine 1er-2er-Bewegung mit ein bisschen Schub und so in die Mitte gemacht. Vielleicht kann ja in dieser Runde schon auf Reichweite 3 irgendwas geschossen werden. Mal schauen, wo wir uns hinbewegen. So, die zweite Runde ist ebenfalls absolviert und es fängt an, nicht so spannend zu werden. Maxi fliegt so rum, ich fliege so rum, aber ich habe Maxis Taktik durchblickt. Er lässt mich einfach fliegen, bis ich mich selbst zerstört habe, denn hier habe ich schon gebammt und Cessetin hat tatsächlich einen Schaden bekommen. Also ist der Schild schon mal weg. So, die Katastrophe setzt sich fort. Ich bin hier wieder gebammt und habe auch wieder einen Schaden bekommen. Also Maxis Taktik geht langsam auf. Er hat sich hier so ein bisschen in die Mitte rein bewegt und ja, mal gucken, ob ich da gleich rauskomme. Ich habe hier mit Oddball extra noch eine Barrel Roll zum Rand gemacht. Das war ein stressiges Manöver mit ihm. Und mal gucken, ob Sassy Tim gleich in den Asti reinfliegt. So, jetzt wurde schon ordentlich geballert. Ich hatte die Ini, deswegen habe ich mich hier zuerst rein bewegt und eigentlich habe ich das Spiel gewonnen, weil ich nicht gebammt habe. Das war schon sehr stark von mir, muss man sagen. Also schon der Pre-Sieg. nein, ich habe mich hier rein bewegt und Cessetin hat es tatsächlich geschafft, mit einer harten 1 hier von dem Asti wegzufliegen. Das war eine knappe Geschichte. Der ist natürlich jetzt erstmal, ja, wird nicht mitspielen, aber er ist nicht reingeflogen. Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht hätte ich auch reinfliegen sollen, damit ich schießen kann. Naja, auf jeden Fall seht ihr schon, dass ich es geschafft habe, hier die drei Jedi auf diesen auf Fen Rau auszurichten. Aber der hat natürlich die optimalen Verteidigungsfähigkeiten, gerade in Reichweite 1. Deswegen hat er von den drei Leuten hier nur 2 Schaden bekommen. Da hat Maxi ganz gut verteidigt. Aber Ahsoka Tano hat auch hier 2 Schüsse abbekommen und Mace Windu hat von Fen Rau was abbekommen. Und das konnte ich alles mit Fokus und Macht blocken. Ja Leute, das war eine krasse Runde. Hier ging es richtig ab. Also ich zeige nochmal, wie wir geflogen sind. Ahsoka Tano hat eine harte 1 gemacht und dann einen Schub, um sich so hinzustellen. Maxi ist mit den beiden hier direkt auf Ahsoka zu, hat hier nochmal eine Barrel Roll gemacht, damit er in Reichweite 1 ist, aber nicht in meinem Arc. Und hier vorne, ja da hat er tatsächlich mal einen Flugfehler gemacht. Er hat hier nämlich gebammt. Und deswegen konnte der keine Aktion mehr machen. Und die konnten alle schön auf den schießen. Er hat das aber überlebt. Der hat nämlich immer noch eine Hülle. Er hat schon 3 Schaden und einen Crit, also 4 Schaden. Aber es bleibt noch eine Hülle leider über. Und hier vorne habe ich einen ganz verrückten Move gemacht. Also hat er auch, ja, nicht so den besten Move gemacht, muss man einfach sagen. Da hat er es hierhin geflogen und hat dann nochmal einen Schub gemacht. Und ist aber nicht in der besten Position, also... Hat Maxi tatsächlich auch mal Flugfehler gemacht. Bevor ich es vergesse, hier Mace Windu ist auch noch gebammt, hat sein Schild verloren. Dann habe ich mir insgesamt 3 Schilde weggeballert von jedem einen. Auf jeden Fall hier habe ich die Alpha 3E benutzt. Das bedeutet, für einen Crit, den ich mache, kriegt er Ionenschaden. Deswegen ist das Schiff ionisiert und wird gleich einfach eine 1 geradeaus fliegen. Im Nachhinein wäre es natürlich ein Crit gewesen, der durchgegangen wäre. Das wäre auch stark gewesen, aber jetzt ist das Schiff in der nächsten Runde wahrscheinlich einfach raus. Das ist natürlich auch was wert. Ja, ansonsten wurde viel Schaden verteilt. Luminara hat einen Crit bekommen und Cessetin hat einen Hit bekommen. Meine Schilde sehen schlecht aus. Ahsoka Tano hat noch Schilde und dem geht es noch richtig gut. Hier sind halt, ist nur noch eine Hülle drauf und Fen Rau hat ja letzte Runde schon Schaden bekommen und der hat diese Runde auch einen Schaden bekommen. Also da wurde ordentlich ausgeteilt, diese Runde. Eine erneute Runde ist vorbei und ich habe mir mit Mace Windu das Rad von dem hier angeguckt. Der stand hier und deswegen habe ich Ahsoka so hingestellt, aber am Ende hat mir das nichts gebracht, weil Mace Windu ist hier auf den Asti geflogen.
hat natürlich noch eine Schadenskarte bekommen. Das heißt, er hat die ganze Zeit nicht mitgespielt. Ich glaube, der hat keinen einzigen Schaden gemacht und hat sich selbst 2 Schaden gemacht. Naja, Ahsoka konnte auf nichts schießen und hier habe ich eine harte 1 gemacht, weil ich keine sanfte 1 machen konnte wegen dem Stress. Deswegen konnte ich hier auch auf nichts schießen und mit Luminara habe ich diesen einen Schaden nicht geschafft und Sei Tin musste hier durch den Nebel schießen, hat auch nichts geschafft. Aber Maxi hat auch nichts gerissen. Maxi hat hier keinen Schaden gemacht, da habe ich gut gewürfelt. Und er hat hier auf Luminara geschossen mit 5 Würfeln und hatte 3 Crits. Und die hat ja den Fuel League, die wäre bei einem Crit sofort tot gewesen. Und ich habe tatsächlich 3 defended. Das war richtig stark. Und so ist in der Runde, obwohl es nicht so gut für mich aussah, also Maxi hatte eigentlich 2 gute Schüsse, sind keine Schaden passiert. Und jetzt starten wir in die letzte Runde. Okay, das Ende ist gekommen. Ich bin mit Sei Tin hier rausgeflogen, um den in Sicherheit zu bringen, denn er hat ja den R5 und dann hat er sich repariert um 1, damit er nicht mehr halb kaputt ist. Mace Windu hat sich die Bewegung von dem hier angeguckt, das Rad angeschaut und hat sich dann hier in die Flugbahn gestellt, damit er dagegen fliegt und schön da stehen bleibt. Dem wollte ich ordentlich einen reinäumeln. Ahsoka Tano hat sich richtig hingestellt und Luminara hat sich eigentlich auch gut hingestellt, um den dann anzugreifen. Also das war schon eine gut geplante Sache, muss man sagen. Und Luminara war natürlich hoch in Gefahr, weil die hat nur einen Crit gebraucht, dann wäre sie tot. Das war so ein bisschen kritisch, dieses Risiko bin ich einfach mal eingegangen. Und hier hinten hat Maxi Oddball ziemlich eingekreist. Allerdings habe ich mich noch so hingestellt, dass der hier nicht schießen konnte. Also konnten nur die beiden auf ihn schießen. Und hier hat Maxi nur einen Schaden gewürfelt, der auch durchgekommen ist. Ihr seht, ich musste nicht mal meinen Fokus oder konnte meinen Fokus nicht einsetzen, weil ich kein Auge gewürfelt habe. Der hat es überlebt. Der hat halt noch eine Hülle. Aber der hat beide Schilde und eine Hülle verloren. Und da meine Schiffe alle 4 kosten und Maxi 3 halb beschädigt hat oder mehr als halb, sind 6 Punkte. Mhm. Und bei Maxi habe ich Fen Rao ordentlich zugesetzt. 3,5 Punkte erhalten. Genau, der kostet 7 Punkte, das heißt, das sind 3,5. Und die beiden hier habe ich auch halb zerstört und die kosten jeweils 4. Und dann bin ich mit 7,5 praktisch dabei. Aber es war eine unglaublich knappe Kiste. Also er hätte den hier rausnehmen können, locker sogar, der hat nur noch eine Hülle. Hätte Sei Tin sich nicht repariert, wäre es anders ausgegangen. Und Luminara hätte nur einen Crit bekommen, die hat einen Hit von ihm bekommen, dann wäre die auch raus gewesen. Also so gesehen, ja, war es eine sehr, sehr, sehr knappe Geschichte. Der hier hat, glaube ich, auch nur noch ein Leben, ne? Die haben beide nur noch ein Leben. Also so gesehen war es auf allen Fronten sehr, sehr knapp. Ja, wow, das war ein extrem spannendes Spiel. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich nicht mehr so gut drin bin, die ganzen Schablonen richtig einzuschätzen, weil ich ja diverse Male gebannt bin und auch die Formation mit den Fliegern. Wenn ich das nächste Mal spiele, werde ich wahrscheinlich irgendwie was Dickeres, Solideres spielen mit weniger Schiffen, wo ich weniger in mich selbst reinbumpe und ein bisschen besser auf die Astis aufpassen. Das hat mir schon fast das Genick gebrochen. Da waren auf jeden Fall ein paar krasse Moves dabei, muss ich schon sagen. Auch Maxis Flugfähigkeiten zum Anfang. Also das war schon, der hat sich da schon richtig gut aufgestellt und dann ist er auch richtig gut in die Mitte reingeflogen. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Aber am Ende haben die Jedi-Jäger das nicht reißen können, obwohl es an allen Fronten wirklich, wirklich knapp war. Also da hätte nur ein Würfel anders fliegen müssen und Maxi hätte das easy schaffen können. Also da war das Würfelglück am Ende halt auch nicht so ganz auf seiner Seite. Aber es war auf beiden Seiten ja knapp. Da waren ja noch 3 andere Schiffe, die ich leicht mit 1-2 Würfeln, mit 1-2 Schaden extra hätte kriegen können. Und dann hätte ich auch schon wieder mehr Punkte gesammelt. Also war schon ein geiles Spiel und sehr spannend eigentlich bis zum Schluss. Ich werde meine Galaktische Republik auch da nochmal ausbauen. Und wenn ihr vielleicht doch Bock habt auf X-Wing und mal mehr sehen wollt von der 2.0-Variante, schreibt es auch unten gerne in die Kommentare. Oder schaut im Sidequest-Store vorbei, denn auch da haben wir den ganzen nicen X-Wing-Loot im Angebot. Das war die perfekte Woche. Hat mega viel Spaß gemacht, auch jeden Tag andere Systeme zu spielen. Es war ein bisschen anstrengend, vor allem konnte man sich auch nicht immer so gut auf das nächste vorbereiten. Ich hatte ja auch immer täglich noch andere Sachen zu tun, als nur zu spielen. Auch wenn man vielleicht denken könnte, dass es nicht so ist.
Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da, das sage ich ja sonst nie. Und einen Daumen hoch erwähne ich auch nicht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Und wenn euch die perfekte Woche gefallen hat, die ja fast sogar zu einer perfekten Woche war. Also hätte ich, wie geplant, das erste Spiel mit Basti am Freitag aufgezeichnet, hätte ich tatsächlich jedes Spiel gewonnen. Da habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet, habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Als ich am Donnerstag Freebooters Fate gegen Selina gewonnen habe, da habe ich schon gedacht, so, ah, 4 Spiele hintereinander, das ist ja schon krass. Aber mir war auch klar, dass es am Wochenende nicht einfach wird. Das Spiel gegen Lars Sammel, das habe ich ewig nicht gespielt, er war da schon ein bisschen besser drin. Ich wusste auch, dass Basti bei Marvel sich bestimmt was Fieses einfallen lässt und er auch weiß, was ich spiele, weil ich ja in letzter Zeit immer die Asgardianer spiele. Und auch der Sonntag gegen Maxi. Maxi ist besser bei X-Wing drin gewesen und hat sich ja sogar eine fiese Liste einfallen lassen. Da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht und das war ja auch extrem knapp. Also da hatte ich schon etwas Würfelglück, dass ich da nicht unterlegen bin. Auf jeden Fall eine hammergute Woche. Egal, wie viele Spiele ich gewonnen und verloren habe, hat mega Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch auch gerne mal etwas in die Kommentare. Vielleicht würde ich ja nochmal eine perfekte Woche machen oder noch 1-2 Tage drauflegen und noch mehr Systeme spielen, wenn sich die Gelegenheit bietet und ich mal wieder vorausschauend ein bisschen Zeit habe. Das erfordert halt auch viel Planung. Und auch 1-2 Backup-Spieler, die dann schnell einspringen können, falls man was absagen muss, so wie es an dem Dienstag war. Hammer gut. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich nochmal eine perfekte Woche mache oder vielleicht sogar 1-2 Tage drauflege. Und schreibt doch auch mal rein, welche Systeme ihr in einer perfekten Woche spielen würdet oder was ihr vielleicht möchtet, dass ich bei der nächsten perfekten Woche oder vielleicht nächsten perfekten 8 Tage mal noch spielen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut gerne im SideQuest Store vorbei, weil ihr da fast den ganzen nice Loot, den ich gespielt habe, über die Woche bekommen könnt. Und wir sehen uns im nächsten Video.